Ja, genau. Hallo wieder zurück hier bei Ready or Not. Wir versuchen es wieder. Jetzt über der neuen Version. Ja, aber ihr habt es ja gesehen bei der letzten Folge. Also es war schon unfair. Ganz ehrlich. Also wir haben es gerade nochmal analysiert. Theoretisch hätte jetzt hier Dominik schon angekratzt werden können, wenn er irgendwie die Blendgranate doch einigermaßen überstanden hat, dass er wenigstens gerade ausschießt. Das wäre noch realistisch, aber bei mir war es ganz unrealistisch. Ich stand absolut in der Deckung an der Wand. Mich hat er erst sehen können, nachdem er voll im Bild war, und ich habe schon auf ihn draufgehalten. Oder was meinst du? Das war doch so, oder? Ja, das war auf jeden Fall so, und damit hallo auch von mir erstmal. Ja, mysteriös gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob ich falsche Granate geschmissen habe, weil die Granate flog eigentlich. Ich weiß es nicht, aber jetzt sind wir wieder hier. Jetzt probieren wir es nochmal aus. Gucken wir mal, was wird. Ich überlege gerade, wäre das möglich, wenn er jetzt nicht nur im Raum steht, da unten? Hast du den vorher gesehen? Nein, 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 der kam hinter dem Tresen, kam der hergelaufen. Also er hat geschossen, dann bin ich zurück und habe in dem Sinne die Blendgranate geworfen. Dann dachte ich, er sei geblendet und bin natürlich nach vorne in den Raum rein, und da, ja, kam er mir schon entgegengelaufen, was eigentlich hätte gar nicht sein können oder dürfen. Ganz, ganz mysteriös gelaufen. Ich Ich müsste überlege mir das im gerade, Video angucken. ja, genau. Also, ich überlege gerade, ist das möglich, wenn jemand was wirft, dass ich weiß, ist es erstens, also du musst ja registrieren, da geht ja Zeit drauf, ne? Das Gehirn registriert, Richtig. wirft er eine Blendgranate oder wirft er eine Handgranate, ne? Dann ist es eh wurscht, weil dann bin ich gleich tot, ja? Aber Ja. er analysiert, es wird geworfen, dass er schnell wegguckt, es macht Bumm und dann guckt er wieder hin und kann sofort dich angreife. Aber während dem ganzen Prozess sehr hektisch und mit Adrenalin verbunden ist, das Ganze bisschen hektisch nach vorne getreibt, dass er auf dich zustürmt, aber dann auch noch mich erschießt, obwohl ich ihn schon im Anschlag habe. Also ich finde es ein bisschen unfair gemacht. Also es ist ein bisschen computerlastig, leider, ja. So, da kann ich analysieren, wie ich will. Es ist ungerecht passiert, ne? So, wo waren wir? Ne, da, Quatsch, da oben. Sullivan Slope. Zwei Kollegen von uns unterhalten sich da draußen im Flur, oder? Kann das sein? Ja, die unterhalten sich. Legen die gerade Wetteinsätze ab? Die schaffen es wieder nicht oder so? Nee, oder? Dann erschießen wir sie. Ja. So. Hast du nicht, wie gesagt, Kindergarten in den Slums? Ja, irgendwie erinnert mich das. Kann vielleicht auch ein Theater sein oder sowas. Ja, Keine Ahnung. Es oder so ist. ein mittelschichtiges Gebiet in den USA, ne? Kann auch sein. Ja. A little Vielleicht auch einfach eine Abbildung von meinem Arbeitsplatz. Nein, ganz so schlimm ist es obsession. nicht so. Nee, ich sag nichts gegen das Viertel. Ich habe in so einem Viertel geheiratet. Ehrlich? Nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen. Ich war 3 Wochen nicht auf dem Klo, ne? Aber gut. Ja. Was ist das? Talk reporting. Entry teams, suspects have taken refuge in Hä? the area. Das Das erinnert mich an die. Das erinnert mich an die Map Slopes. Hast du Slopes. keine Map ausgewählt? Doch, Snap. Slope, doch. Das war das Falsche, gell? Ja, Das war nicht das ist. Kindergarten. Du hättest Bricksless Ah, Lagtime das war oder das, sowas ja. auswählen müssen. Weil man immer nur Ja, neu. das hier ist auf jeden Fall alles gut. Okay, da geht's Das hier gleich zur ist auf Sache. jeden Fall die Map, wo die Leute bis an die Zähne bewaffnet sind und wo Sprengfallen an die Türen mit sind. Also jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Ja, jetzt sind wir drin, das ist wurscht. Wie sieht man Sprengfalle übrigens? Das will ich dir jetzt gleich einmal zeigen. Gib mir ein Minütchen. Ja. Bist du hinter mir? Ja, Ja, ne? noch nicht ganz, aber fast. Du bist da an der Tür. Okay, ja. Okay, da ist schon mal keiner drinne. Wenn du die Tür, du kannst ja press F to peek door, ne? Ja. So, und dann musst du nach unten an die Tür gucken Ja. und dann siehst du an der Tür so einen leichten Faden. Okay, hier Da sehe ich ist jetzt dann. nichts, aber da ist keiner, oder? Nee, da ist auch nichts. Okay.
Da ist auch nichts. Aber an einer Tür ist denn so ein scheiß Faden dran. Und dieser Faden ist die Sprengfalle. Und was machen wir dann? Durchschneiden, ne, den Faden. Ah, das wird dann aber angezeigt, ne, dass wir das können auch dann. Ja, richtig. Achso, okay. Ich gucke nach hinten. Ich bin tot. Wo auch immer der jetzt gerade gestanden hat. Der hat einen Tarnanzug an. Stimmt, das sind die Leute. Ach, richtig, du meine Güte. Ja. Ja, ist ja gut. So, also ich will nur, der hat so einen Tarnumzug, das sah aus wie die Wand. Das ist ja, ja krass. Der ist total krass mit einem Tarnanzug, mit so einem Poncho. Ne, der so getarnt ist, der sah aus wie die Wand. Man hat ihn kaum gesehen. Und ich habe fast ein ganzes Magazin auf ihn geballert und es ist nichts passiert bei ihm. Na egal, jetzt können wir ja die richtige Mission aus. Ja. Aber der hat also eine gute Schutzweste. Also da müssen wir ein größeres, stärkeres Team sein. Also ich hab den nicht gesehen, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist krass, der sah aus wie die Wand. Ich hab nur gesehen von der Seite, dass er das Gewehr dann runtergehalten hat. Also mich hat er nicht gesehen, aber ich schieß auf ihn, auf die Seite drauf. Und ja, ihm passiert gar nichts. Krass. Siehst du dann... Achso, nee, wir müssen ja zurück ins... Das kannst du doch keinem erzählen, ne. Ja, das muss er im Video angucken dann. Mann, kriegen wir den Arsch versohlt in dem Game. Das gibt's aber ja wohl gar nicht. Vom Allerfeinsten, ja. Das gibt's ja wohl gar nicht. Weißt du, so waren wir ganz brav, wir waren ganz brav Bauarbeiter. Wir könnten Landwirtschaft, wir könnten ganze Acker hier anflügen. Nein, gehen in das Game, wo man ordentlich den Hinter versohle bekommt. Ja. So, Rick Slay Talent Time. Wir können einen tollen Nudelsalat machen, ne? Aber wir können kein Magazin richtig nachladen. Aber naja, gut. Ich sag da nichts mehr zu. Da zweifelt man schon an sich selber, aber das kann ja nicht wahr sein. Ich habe so viele Games, ich meine Hitman und so weiter. Klar, das waren Games. Okay, das ist jetzt hier, die versuchen es auf Realismus zu machen. Aber die Gegner, meiner Meinung nach, hier viel zu stark. Also unrealistisch stark. Ich muss gleich auf jeden Fall die Wohnzimmertür aufmachen, damit der Hals ein bisschen abschwillen kann hier. Ja, genau. Ja, ich mach bei mir mittlerweile schon Keile unter die Türe, ne, weil ich denke, dass da keiner reinkommt. In gebückter Haltung gehe ich auch mal am Herd vorbei, ne, damit mich keiner über meine Empore darüber sieht. Ja, richtig. Und das schmeckt bevor so... Bevor sie mit Porridge schmeißen, weißt ja, du? Ja, genau, ja. Wenn ich näher mal einen Kartoffelsalat esse, dann schmeckt der wieder ganz kohlisch, ne? Weil ich die viele Kohle im Gesicht habe, um mein Gesicht verdunkeln zu können, ja. Man kommt halt da draus. Das war damals auch genauso wie mit Sam Fisher. Wie ist das noch? Splinter Cell. Ja, richtig, die ganze Serie. Ich bin mit meinem Kumpel damals in meiner Werkstatt, wo wir gearbeitet haben, permanent um der Arbeitstischung rumgeschlichen. Wir haben versucht, uns gegenseitig anzugreifen. In der Werkstatt. So, warte mal. Also Gaming färbt doch ab, ne? Ja, ein bisschen. So, Klos frei. Tür ist offen. Dann mach doch auf. Ich glaube, da vorne der Weg war besser, weil da haben wir schon die ganze Spur mitgenommen und gecheckt, ne? Ja, richtig. Ich mach hier die Tür zu, Vorsicht. Bin am weißen Auto. Da war jetzt lange niemand mehr, aber ich muss aufpassen. Okay, du bist unter Beschuss. Ja, hier war auf jeden Fall gerade ein Gegner. Hab ihn. Bist du drinnen irgendwo oder draußen? Nummer 1 hab ich. Nee, ich bin draußen. Ich stehe hier am Eingang. Hier flog auf jeden Fall gerade die Tür auf und da kam jemand raus. Ach da, ja, ich sehe es jetzt, ja. Jetzt bin ich auch hier. Gut, hast du die Tür im Auge, dann laufe ich dran vorbei. Ja. Dann gehe ich aufs Dach. Aber einen habe ich auf jeden Fall schon mal eliminiert. Der liegt noch drin wahrscheinlich, ne? Ja, der liegt noch drin. Lohnt sich reinzugehen und den zu fesseln? Nein. Okay. Da müssten einige sein. Ich bin jetzt auch auf dem Dach. Ja, ich sichere gerade schon wieder das Dach hier. Ich gehe jetzt einmal... Ich gehe hinten rum auf der andere Seite.
drumherum. Ich sehe ja, wo du bist, Gott sei Dank, mit dem Bildschirm. Das bist so. Du? Okay, ja. Ist safe. Ja. Okay. Gerade mal gucken, wie viel ich noch drin habe im Magazin. Ja, das sollte passen. So, Achtung. Tür auf. Achso, Door locked. Ja, ich mach. Offen. Mach die Tür wieder zu. Jo. Nochmal nachgelade. Ich nehme Obi-Wan Kenobi. Ja. Nach vorne, die Tür ist komplett zu und nach rechts im Gang steht ja jemand. Also ich habe eine gute Idee, wenn wir die Tür aufhabe. Du musst die Tür aufmachen und ich schmeiß eine Bandgranate nach dahinter. Dann schreiben wir gleich Border Control, bitte Passkontrolle. Die müssen ihre Pässe vorweisen. Was, komm an. Und rein. Blendgranate ist geworfen. Gegner tot. Ja, der schreit aber lange, mein lieber Mann. Vorsicht, Vorsicht. Das war eine Geisel, oder nicht? Nee, da hinten ist einer. Nein, ein Schuss und ich hab mein Magazin draufgeballert. Ihr habt's. So, Leute, jetzt habt ihr's gesehen. Der kommt um die Ecke, ich hab ihn ja erwartet, schieße auf ihn. Ah, das hier gerade laut geschrien. Der läuft mir in die Flinte, ich schieße schon auf ihn. Keine Chance, ich bin zuerst tot. Leute, nein, oh bitte. Aber der Weg ist gut. Ja, der Weg ist wirklich gut, aber das, weißt du, Leute, Entwickler, nochmal, ihr seid nicht Steve Jobs, ihr seid keine geniale Hirne, ihr seid ganz normale Programmierer, aber manchmal übertreibt ihr in allem, was ihr macht. Ich tue immer mehr die Entwickler kritisieren. Diese Computer-Nerds, die permanent da sitzen und Spiele programmieren, die wollen uns ja was eine Freude machen. Aber sie gehen immer eine Spur zu weit. Warum müssen dann diese scheiß KI-Gegner überdimensional schwer sein? Warum? Das sind Götter, sind das, ey, gefühlt. Ja, und das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, ganz ehrlich, ganz einfach Realismus. Mehr schwer geht nicht. Ja. Weil, also, wenn jemand tot ist, kann er nicht noch toter sein. Oh Mann, das ärgert einen immer wieder, ja? Ja. Aber so schnell, wie ich mich aufrege, so schnell beruhige ich mich auch wieder. Ja, ich auch. So. Los frei. Ich warte nur mal, bis hier mal jemand. Die Tür ist offen. Okay. Also nicht abgeschlossen. Ja. Wo bist du? Hinter dir. Okay. Riechst du das nicht? Oh, oh. Vorsicht! Das war's, ich war nicht damit gefasst, dass jetzt einer steht. Ich bin so blöd. Wir laufen. Dreimal kann ich da ganz normal zu dem weißen Auto laufen. Ja. Und denke, ja, das wird schon gut gehen und dann steht da natürlich einer. Und dann steht da natürlich einer. Ja, das war jetzt dumm von mir. Das geht auf meine Kappe. Ja, du bist wirklich zu schnell da rausgelaufen, ne? Das konnte man sehen, aber nicht, dass er einer ist, aber nur wenn einer da ist, hat er dich ganz schnell, aber es spielt keine Rolle, weil, guck mal, ich habe ihn jetzt mehrfach in die Beine geschossen, das hat nichts gebracht, der läuft immer noch hin und her, und dann bin ich ein Stück da vorne, ich wollte nur mal gucken, ob ich ihn dann wenigstens erledigen kann, da kommt er um die Ecke und wieder das Gefühlte, ich habe Zeit, ihn anvisieren und so weiter, aber trotzdem, bumm, bin ich tot. Ja. Und wie heißt denn das Spiel überhaupt? Spiele auf der Verliererseite oder? Ich habe das Gefühl, wir sind die dumme Gegner und das sind die Helden, diese Gegner. Ja, gefühlt irgendwie, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es regnet immer noch. So, pass auf, schaffst du den Weg da gerade einmal alleine? Ja, klar. Okay, sag mir Bescheid, wenn du da bist. Ich habe nämlich eine Idee. Wo, wenn ich wo bin? Wenn du vorne am Ausgang zum, wenn du vorne in Richtung Ausgang unterwegs bist. Also hier an der einen Tür, wo ich immer lang gerannt bin, Richtung Auto. Ja.
Die Toilettentür ist abgeschlossen. Ja, dann mach auf. Wo wird geschossen? Was hast du jetzt gemacht? Ich bin auf der Toilette. Ja. Wo bist du? Richtig, ich war... Im Leichensack. Ich stand an der Ecke. Ich stand da an der Ecke, an der zweiten Tür. Ich zeig dir das jetzt gleich mal. Starte nochmal neu, ich zeig dir das mal, wo ich stand. Ja. Und er kam schon mit gezogener Knarre und im Dauerfeuer war der am Schießen. Da frage ich mich, wie kann der mich durch die Wand sehen? Das muss man mir mal erklären, wie man mich da durch die Wand sehen kann. Aber das hatten wir doch schon mal. Hatten es nicht schon mal in irgendwo in so einer Folge, in diesem Dollhaus, hat es doch auch einer durch die Wand erschossen schon. Ja, richtig. Ich zeig dir jetzt mal, wo ich gestanden habe. Ich meine, dass die uns erwarte, das ist klar. Ne? Das, ja, klar. Das ist realistisch, ne? Weil die sehen ja da draußen in Spot-Autos und so weiter. Also wenn das, die müssen ja blöd sein, wenn die das nicht merken, ne? Aber wir erwarten die ja auch. Und wir sind Profis. Richtig. Ne, wir sind ja eigentlich ein SWAT-Team, was weiß ich, wir gehen da rein, wir wissen ganz genau, okay, wir wissen natürlich nicht, was sie wirklich tun, wie man vorgehen muss, weil wir sind ja nicht wirklich SWAT-Leute, aber, naja. So, ich zeig dir jetzt, wo ich gestanden habe, ja? Ja. Hier die Tür habe ich aufgemacht. Ja. Bin ich hier? Die Tür war zu. Ja. Da habe ich einen Keil einmal platziert. Einfach mal so aus Spaß. Ja. Und hier habe ich gestanden. Ja. Und er kommt hinter der Plane, kommt er weg, hinten, da hinten durch die Tür, wo die Treppe hochgeht, ne? Ja. Mit Gewehr im Anschlag und auf Dauerfeuer. Jetzt sag mir mal, wie der mich durch drei Autos und durch die Plane sieht. Der musste die Programmiererfrage eigentlich, ne? Wo bist du jetzt eigentlich? Ich mach den Laden gerade auf. Ah, du bist wieder zurück, ne? Ja. Ich bleibe hier drin. Genau, warte da mal. Da ist Vorsicht, das ist ein Gegner. Er hat meinen Kopf gesehen. Das war jetzt realistisch im Moment, aber mal gucken, ob ich ihn jetzt. Was hab ich denn für eine Wumme? Keine Ahnung, die klingt irgendwie so, als hätte die Ladehemmung oder sowas. Und jetzt habe ich keine Munition mehr, warum nicht? Auf R. Wie, du hast keine Munition mehr. Mit was schießt du da? Mit Steinen oder was? Soft-Air-Pistole. Ist der da noch? Ich habe keine Ahnung. Also tot kann er nicht sein. Was habe ich denn da mitgenommen? Ist das ein Gummigeschosse? Wahrscheinlich. Ich nehme jetzt mal die Pistole. Wo war der denn? Du bist draußen mittlerweile? Ja, ich bin draußen am Treppenaufgang. Aber der muss doch irgendwo liegen, das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe den nicht, der ist wahrscheinlich ins Gebäude wieder reingelaufen. Nee, der war da draußen. Da, wo du rausgekommen bist. Ich mach hier erstmal die scheiß Tür zu. So, und dann ganz schnell aufs Dach, bevor wir hier unten abgeknallt werden. Aber warte, ich muss aufpassen, der muss hier irgendwo sein. Die Tür. Ja, vielleicht ist er auch aufs Dach gelaufen. Nee, das konnte er gar nicht eigentlich. Der steht hier oben am Dach, an der Dachtür. Ich hab ihn erschossen. Der steht hier oben an der Dachtür, da wo wir immer reingehen. Da nee, der war unten. Ich hab die Tür aufgemacht, da hat er mich erschossen. Wie? Da war noch einer. Bist du tot? Ja. Weil hier oben steht einer. Nee, aber das war der nicht. Das war der nicht. Okay. Der eine, ich sagte, der ist. Aber wann hat er verdammt nochmal Zeit gehabt, in die Tür reinzugehen und die Tür noch abzuschließen? Ich hab keine Ahnung. Oh, ist das krass. Ich wusste, das war die einzige Möglichkeit, wo er hätte hinkommen können, weil du bist ja hinten rausgekommen und hast niemand gesehen. Genau. Der ist in diese eine Tür wieder rein, die habe ich gerade aufgeschlossen, aufgebrochen. In welche Tür ist er wieder rein? Da die erste Tür? Also da, wo links wir, neben der Plane? Diese Doppeltür da oder welche? Ja, da wo wir eigentlich immer am Anfang immer rausgekommen sind. Diese, nicht die Doppeltür, die normale Tür. Ja. Aber da bin ich doch lang.
Bist du nicht hinter die Doppeltür rausgekommen diesmal? Nee, ich bin vorne durch die einfache Tür und hab hinten die Doppeltüren aufgemacht, aber da war keiner. Aber wobei, ich hab die Tür, wie gesagt, aufgemacht und bin sofort erschossen worden. Ich kann nicht sagen, ob der mich frontal erschossen hat. Ja. Es kann doch sein, dass er dann doch irgendwo da zwischen den Kisten versteckt war. Keine Ahnung, wir prüfen. Die haben doch gesagt bei dem Game, dass es passieren kann, dass Gegner sich aus irgendeinem, dass die Strategie entwickeln, uns anzugreifen. Ja, richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich... Die Türen sind nicht verriegelt, aber ja, noch geschlossen. So. Ob die, als ob die irgendwo hinspawnen und wieder wegspawnen können. Das wäre natürlich doof, ne? Ja, das wäre beknackt, wäre das. So, genau, da bin ich... Ja, genau, da wollte ich... Die habe ich aufgeschlossen. Er kommt um die Ecke und schießt die... Ja! Wem? Was wollen die eigentlich? Als hätte er uns schon 10-mal gesehen gehabt. Was habe ich denn da für eine Waffe? Ich muss ins Menü. Wir müssen ins Hauptmenü. Ja, mach mal. Was hast du denn da für ein Ding, ey? Sag mal, der lacht doch. Das sieht so aus. Was habe ich denn da für ein Ding, ey? Oh, jetzt bin ich ganz ins Hauptmenü. Ah, oh, scheiße. Nur Freunde. Habe ich eine Soft-Air-Pistole? Oder wie heißen die Keine Ahnung, was du da hast, ey. Wie heißt denn dann dieses mit dem Paintball? Paintball-Waffe. Paintball. Eine Paintball-Waffe habe ich wahrscheinlich. Ich glaube, du musst noch mal ganz raus. Ja, mache ich gerade. Weil ich sehe dich zweimal, dann klappt's wieder nicht. Ja, jetzt ist nur einer da, okay. Ich muss ganz schnell zur Waffe kommen, also das geht nicht. Was habe ich denn da für ein Ding, ey? Ah, Entschuldigung. Pfeff, mach's nur. R7 Lounge. Was schießt denn da mit einer Steinschleuder oder was? Das ist die R7 Lounge. This Modern MacFeed Pepperball Gun. Ja, die schießt Pfefferspray. Ach, in dem Sinne. Deswegen, der sah so aus, als würde er lachen. Als würde er sich krümmen vor Lachen. So sah der aus, ja. Oh ja, die Lounge. Oh ja, der Granate Lounge. Ja, genau, du schießt Granaten auf die Gegner drauf. Kann man mal machen, ja. Nehmen wir mal mit, genau. So, und haben wir noch eine zweite Möglichkeit? Assault Rifle? Ja, das haben wir ja. Submachine Gun? Oh, ich hätte gerne ein Scharfschützengewehr, ne? Oh ja. Oben aufs Dach lege und überall die Birne, die Birne wegschieße. Und gib ihm, ey. Ja, ja. Ist immer oder das. Irgendwo so in so einem Busch hocken, weißt du, wie bei Valley of the Dolls, ne? Ja, genau. Und gib ihm, Alter. Durch die Fenster einfach mal. Das ist nämlich auch eine Magnum mit als zweite Primärware. Wie kann ich dann die Stinger, wie kann ich die dann eigentlich aktivieren im Spiel? Das ist auch wieder eine Zahl oben, oder? Über die Zahlenreihe 1 bis 6 ist glaube ich. Ja, muss ich das unbedingt mal einsetzen, Mensch. So, ich bin jetzt eigentlich ready. Ja, ich auch. Or not. Zwei wäre die, genau, drei wäre die Granate, das wäre dieses komische, hier, die fünf wäre dann jetzt dieses Dinge. Okay. Okay, kurz gecheckt. Tja, dann fahren wir mal wieder in die Slums, ne? So machen wir das. Das war übrigens, man hört zwar kaum, was er sagt, aber ich glaube, ich habe es verstanden, was er da sagt, die ganze Zeit auf dem Band. Das ist der Hausmeister und er ist langsam leid, ohne immer den Dreck wegzumachen zu müssen und er hat gekündigt. Ja, voll, per Telefon, ne? Ja, genau. Wenn das sich nicht bessert, würde er eine große Flasche Säure. Aber sag mal nichts, ich hab ja schon viel erlebt und so, ne? Aber es gibt wirklich noch ganz, ganz viele Leute, die denken, dass man telefonisch kündigen kann. Egal, ob es Verträge sind oder sonst irgendwas, ne? Die kennen alle das Vertragsrecht nicht, wo drin steht schriftlich. Ja. Schriftlich, formlos,
Und wenn das vorliest, das Schriftliche? Ja, da muss man jetzt mal hinterfragen, ne, eigentlich. Ne? Ja, wir brauchen ja trotzdem eine Unterschrift auf dem Kündigungsschreiben. Ja, ja, die kann man ja vorlesen. Also unterzeichnet. Ja. Ja, hochachtungsvoll. Genau. Mit besten Grüßen. Ja. Und frohe Weihnachten. Irgendwie so. Ja, ja. Boah, was eine... Ah, das gefällt mir. Eine Wumme hat er. Endlich, ja. Und hast endlich mal schön wieder die Gegner gewarnt. Die laufen mir doch jetzt gleich alle entgegen wieder. Ich weiß gar nicht, sollen wir in die Klos reingucken? Ja, komm, ne? Also ich würde es machen. Ja, wir wollen ja realistisch vorgehen. Richtig, auch wenn wenn das Game leider nicht macht. Ja, genau. Geh einfach hier raus. Sicherst du rechts? Ja. Ich mach links. Ja. War da einer? Nee. Aber gleich. Wo? Direkt an der Tür am Auto. Der hat auf dich gezielt und ich bin tot. Jetzt erklär mir das mal bitte. Während sein Kopf wegfliegt, erschießt er mich noch. Ohne Scheiß. Der fliegt, also da kam mal noch ein Zivilist rausgelaufen, ne? Außerdem. Aber ich habe genau zwischen die beiden eine Granate abgeschossen und trotzdem erschießt er mich noch. Björn, ich habe den in den Kopf geschossen. Ich habe den in den Kopf geschossen, dann hast du geschossen und dann war ich tot und kurz danach warst du tot. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Also selbst wenn wir 4, 5 Leute wären, haben wir mit Sicherheit mehr Power, ja, aber... Dann sterben 2 Leute und der restliche 3 Teams laufen weiter bis zum nächsten Gegner. Ja, oder so ein kleiner Handtaschendieb, der da steht, ja, was weiß ich, der macht uns alle 5 platt. Ja. Weißt du, das, och Leute, das kann nicht wahr sein. Ich muss das echt mal googeln, ob das irgendjemand schon mal bemängelt und geschrieben hat, dass das unnatürlich schwer ist, weil ich habe irgendwo schon mal ein Video gesehen, was weiß ich, wo auch mehrere rein sind und die haben alles weggeballert. Die waren zu dritt oder sowas, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob die Granate wirklich eine gute Idee war. Ich gehe mal hier, durch diese Tür hier, durch den Gitter. Ja, mach mal. Ich bin jetzt ganz leise unterwegs. Unmöglich, dass mich jetzt im Moment jemand erkennen könnte, ertippen könnte. Ich denke mir doch, wenn ich mich anschleiche, muss ich doch auch einen Gegner sehen können, der auf mich wartet. Richtig, ja. Aber das geht bei dem Game gar nicht. Wenn ein Gegner... Bist du das mit der Tür? Das war ich. Ja. Du siehst ja auf meinem Bildschirm, was ich mache, ne? Ja. Nee. Hä? Das ist eine Störung. Ach ja, stimmt, weil ich raus bin, muss ich Discord gerade nochmal neu machen, warte. Ja. Boah, mach schnell, bevor da jetzt gleich irgendeiner rauskommt. Bildschirm übertragen. Mach. Ich hab Pause gedrückt, aber das musst du auch, glaube ich, oder? Ja, das Spiel läuft ja im Hintergrund trotzdem weiter. Ach so, bringt ja nichts. So, jetzt. Jetzt haben wir 4 Bildschirme. Muss ich da was machen? Da muss ich was machen. Noch. Nein. Oh, Geisel. Hands up. I'm listening. Hands up. Get down and put your hands up. It's the police. Die macht Fotos von mir. Get down and show me your hands. Ey, die Alte macht Fotos von mir. Wo hab ich die scheiß Türkeile da? Die kommt raus und macht Handyfotos von mir. Das habe ich schon gar nicht erlebt. Also wir haben noch im Moment kein Live-Bild. Hast weiß du sie? Ja, ich hab sie, aber... Was ist denn hier gut, los? Gut, ich habe da hinten nämlich einen erschossen. Ja, ich habe doch geteilt. Das bin ich jetzt? Stream anschauen. Ah, ich muss es anschauen. Oh, Mann, ich... Ach so. So, okay. Wo bist du jetzt? Du gehst die Treppe, okay. Die Treppe hoch. Ja.
ist bei dir, war? Vorsicht. Ja, Headshot, der Typ kam hier aus der Tür raus. Du weißt ja, nach dem Headshot können die noch 10 Sekunden weiter ballern. Mindestens. Ja, Minimum, ja. Sicherst du einmal das Dach, ich bleib hier an der Tür. Ja, ich nehme aber jetzt die Magnum, weil in dem engen Raum mit Granate finde ich jetzt gerade ein bisschen Gras, oder? Hast du das Dach gesichert? Nee. Was heißt Dach gesichert? Ja, einmal ums Dach gelaufen. Egal, ich bin oben jetzt im Dach. Alles gut, also hier in dem Raum nach vorne ist die Tür zu und rechts steht auch keiner. Dann komme ich jetzt runter zu dir. Ja, mach aber oben bitte die Tür zu. Ist schon. Obwohl, warte, lass mich mal gucken, ob ich da einen Türkeil hinkriege. Ja. Dass die Tür von nach hinten nicht wieder aufliegt. Ja. Cannot kick with Türkeil. Ach, scheiße, das ist kein Türkeil, um irgendwas zu machen, das... oder? Ah, okay, doch. Doch, ich wollte gerade sagen. Gut, also wer hinter uns, oben. Der Raum jetzt muss sicher, ja. Ja, der Raum hinter uns ist sicher. Da kommt keiner mehr übers Dach rein. Okay. Ich mach auf, ja? Ja. Ohne die Ecke wird wieder gefährlich. Ich hab die Tür im Blick, falls da einer durchkommt. Ja. Jetzt bist du mir fast im Schussfeld drinne. Da rollt ein Ball weg. Ja, ich hab's gesehen. Ja, so. Hast du die Tür im Blick? Ja, ich hab die ganze Ecke im Blick. Ja, die Tür auch? Welche Tür? Die? Die blaue Tür, die offen steht. Hinter dem Tresen. Ja, ja, die haben beide, weil hier ist noch eine rechts, noch weiter rechts ist noch eine Tür, die offen steht. Okay, warte, ich komme nach unten. Ja. Siehst du die? Ja. Vorsicht! Ich hab ihn. Okay, in Deckung gehen nochmal vorsichtig halber. Ja, ich muss mich gerade erst. Keine Chance! Keine Chance! Hab ihn! Ich bin weg! Ja, ich jetzt auch, da kam noch einer. Ich hab eine andere Idee. Ja. Wir spielen jetzt was anderes. Nee, nein. Die Simpsons Shootgun oder sowas. Folgt mir mal bitte, ich habe eine andere Idee. Okay. Ach so, ich wollte eigentlich, sollte ich den Granatwerfer wieder weg? Ich weiß nicht, ob das eine gute Waffe ist. Nein, behalt den erstmal. Okay. Mit dem Magnum habe ich jetzt versucht, den zu schießen und so weiter, aber keine Chance. Ich habe das Gefühl, die sind immer einen Schritt voraus. Eigentlich sollten wir als SWAT-Team hier einen Schritt voraus sein, oder? Vom Gegner. Abwarten. Oh, Dominik hat gerade so einen Vitaminschub bekommen. Ah. Ritter Sport kickt gerade. Ah. So. Wir gehen auf jeden Fall durch dieses Gittertor. Okay. Weil in den 8 Versuchen, die wir jetzt hatten, ich glaube es waren 8, stand noch nie jemand in dem Laden drin. Ja. Das ist und wohl dann wahr. Hier rein. Und dann gehen wir hier rein und sicher und überraschen die von hinten. Da mache ich könnte ich eigentlich jetzt ein taktisches Täuschungsmanöver machen. Könnte man dahinter so eine Granate abfeuern in die Ecke dahinter. Nee, da geht die Tür auf. Da waren 2, Alter, läuft. Ja. Funktioniert die Granatewerfer doch ganz gut. Gut, der erste Wichser ist gesichert. Hast du die Tür gerade noch im Blick? Ich kann nicht schießen. Achso, ich muss laden. Ich habe eine Bandgranate reingeschmissen. Moment, ich muss. Ruhe. Pass auf, ich schieße nochmal rein. Der schießt nicht! Schieß nicht! Dann hast du keine Munition mehr mit. Dafür. Oh, mit dem Magnum. Ein Schuss ist er umgefallen.
Halt die Fresse da hinten. We have a suspect down here. Need medics ASAP. This is Hawk. Roger that. Medical assistance is standing by. Herzlich willkommen im Gebäude, ey. Das ist krass, ey. Und hier ist nämlich die Scheiße, wo die Leute immer herkommen. Das ist krass, ich hab mit das Ding ja dahin reingeschossen. Da, ja. Da stand einer drin, wo die Tür zugemacht hast, gell? Ja, das kann sein. Warum hab ich dann über nur einen Schuss? Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das war... Okay. Bist du tot? Nee. Jetzt. Oh, das gibt's doch nicht. Wo ist der denn? Roger. Trailer's inbound. Da war jemand. Da. Ich mach mal nichts, mach mal weiter. Mal gucken, vielleicht kriegst du es ja durch. So, dann kann da nämlich schon mal keiner mehr rein. Mhm. Oh, hoffentlich sind keine Kinder mehr da. Stand da gerade eine Flasche Whisky auf dem Tisch? Ich hab keine Ahnung. Was ist das für ein Kindergarten? Ja. Was ist das für ein Kindergarten, ey, Samo? Kann auch ein Theater oder sowas sein, weil guck mal, hier stehen Modepuppen rum und sowas, weißt du? Ja. Sag mir, wie schnell ich da reagieren soll. Ich hab nicht mal die Möglichkeit, meinen Kopf zu drehen. Nee, da müssen wir unseren Computerchip einbauen, das in den Kopf, um das Widerstand halten zu können. Also ich finde das schon kacke. Das gibt's doch nicht. Ich meine, ich will nichts leichter stellen oder schwierige, die Schwierigkeitsstufe runter powern. Geht bei dem Game ja auch gar nicht, ne? Ich sag's nur immer wieder, Realität ist doch das schwerste Game. So, und das ist aber deutlich mehr. Das, was die leisten können, diese Gangster, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und vor allen Dingen, du hast ja auch gerade gesehen, ich habe ja extra mit den beiden Türkeilen, die ich mit hatte, nach hinten abgesichert, ne? Ja. So. Und dann habe ich die Geisel gesichert, wollte ein Stück nach vorne gehen und dann schießt er schon um die Ecke und ich hatte nicht mal die Möglichkeit, in die Richtung zu gucken, wo der stand. Nee, geht nicht. Und die sind immer einen Schritt voraus. Das verstehe ich halt nicht. Oder du hast einen Handkäse unter die Tür geschoben oder so, aber das kann ja nicht wahr sein, oder? Keine Ahnung. So, aber auf jeden Fall der Weg war auch gut. Wir müssen nur zusammenbleiben. Ja. Also nicht sterbe, meinst du? Ja, das sowieso. So. Wir gehen da rein, nach da kommt gerade keiner. Da vorne? Ich guck, ob die Tür offen ist. Nee, ist sie natürlich wieder nicht. Gut, dann lass es zu. Da vorne geht's wieder los. Ich werd auch beschossen. Von wo auch immer. Pass auf, ich komme mit dem Granatwerfer. Da ist er. Ihn. Du hast die Tür da vorne wieder im Blick, ja? Ja. Gut. Neuerdings ist das bei denen so eine Strategie, dass die Tür da unten aufliegt, ne? Ja, irgendwie. Wenn die Tür jetzt aufgeht, baller ich ihm eine Granate rein. Bleib da mal gerade bitte, weil hier die Seitentür in Richtung Ladenobjekt hat, steht auf. Nicht, dass sich hier jetzt irgendwie noch einer im Laden versteckt oder sowas. Ja. Deswegen sichere ich den gerade einmal. Weil das wäre jetzt schlimm, wenn von hinten uns jetzt gleich noch einer mitten reinläuft. Wir sehen okay, alle, was du. Genau, wir sehen gerade, wo du bist. Das ist alles kein Thema. Ich bin immer noch halt hier die Tür im Auge.
Ja, sehr gut. Die Tür da vorne war abgeschlossen. Im Laden kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da einer stand, weil der hätte uns dann direkt beim Spawn in diesem Einsatzpunkt schon abknallen können. Hab ihn. Ah, da war NF-Distanz, okay. Die Tür ist zu. Du hast die Tür noch im Auge, ne? Ich sicher den da hinten gerade erstmal. Bevor die unter mysteriösen Umständen wieder aufstehen. Hey Björn, hier hinten bei mir ist auch eine Tür. So, ich mach die Tür jetzt. Ja. Ich habe einen Eingangspunkt gefunden hier hinten. Ich gehe gerade also an der Treppe vorbei, ja, weiter geradeaus. Genau, aus. Korrekt. Ja. Hallo. Hallo. Ich guck da aber erst rein. Ja. Siehst du, dahinter steht nämlich einer. Das heißt, wenn ich jetzt die Tür aufmache, ist er dran. Moment, dann nehme ich die Magnum, mach die Tür auf und schieße direkt in den Kopf. Hab ihn. Drecksack. Das ist eine Geisel, mach die Tür zu, sehr gut, danke. Drecksack. Boah, Alter! Ich hab die Whiskyflasche erschossen. Da ist noch eine Flasche Wodka, aber den lassen wir jetzt. Ich brauche Munition. Der kam gerade um die Ecke, Gott sei Dank habe ich ihn eher gesehen als der mich. Die Drecksau, ey. Ich glaube, ich habe gar keine Tür. Wie heißt das noch, dieses Teil für unten? Türkeil. Nee, Achtung, 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 weg, runter, runter! Ich habe nichts mehr gesehen, aber der Punkt ist gut, weil da, das sind nämlich diese drei oder vier Leute, die uns da aus der Ecke kommen, weißt du? Und wenn wir die haben, dann haben wir dort einen Eingangsöffnungspunkt. Wo ist er jetzt? Der lebt doch noch. Ey, das kann doch nicht. Boah, häng ich dann da und ich häng mir die Füße in die Couch fest. Der kommt bestimmt gleich links aus der Tür. Wetten? Da schwör ich doch ein drauf. Nimm am besten mal die andere. Ja, siehst du, hab ich doch gesagt. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Sehr gut. Das war der. Der ist bestimmt einmal ums Haus gelaufen. Deswegen hat's auch so lange gedauert. Hat er den Weg nicht gefunden, oder? Die blöde Sau. So, und jetzt da einmal wieder rein und einmal durch den Raum rein, wo ich gerade gestorben bin. Ja. Weil das ist nämlich dieser Raum, wo die alle auf einmal herkommen, weißt du? Officer down. Possibly life-threatening. Genau, und die Waffe eben noch sichern von mir. Wo ist sie? Die hängt doch da, direkt an dem Stuhl dran. Die ist weit geflogen. Jawollo! Ich will die Actionfigur da links auf dem Tisch haben. Moment, ich muss schnell wieder nachladen. Die Magnum hatte viel. Ah, oh, das gibt's doch nicht! Von hinten! Ja, stopp, halt. Da. Aber siehst du, dieser Zugangspunkt ist eigentlich gut. Ja. Sofern du, deswegen habe ich ja zwei Türkeile mit. Dann können wir nämlich diese eine bunte Tür sichern. Ja. Und gehen denn nur noch rechts lang, weil dann müssen die nämlich alle von rechts kommen, weißt du? Ja. Das machen wir. Durch die eine Tür und nach hinten, wo wir reingegangen sind. Wir genau ins Wespennest, ne? Genau, und nach hinten, da hinten, wo wir reingegangen sind, diese eine Tür, da mache ich den zweiten Türkeil fest. Das heißt, es kann uns keiner von hinten durch den Gang in die Ecke laufen und nicht vorne durch diese bunte Tür. Das heißt, die können nur durch diese eine rechte Tür in diesem Raum da rein. Trotzdem, ich muss zurück, ich muss dieses Ding und das sind alles. Zwei Schüsse, dann sind sie leer. Ja. Das kann dann nicht wahr sein. Die Magnum war zwar gut, ne, hast du gesehen, wie schnell die schießt. Ja. Aber muss permanent nachladen. Also dieser Raketenwerfer hier ist nix. Ja, aber wir probieren es doch einmal, ne? Ja. Aber wie gesagt, der Zugangspunkt da, der war gut. Wir dürfen uns halt nur nicht hier in diesem Ding totballern lassen hier. Direkt am Eingang. Wollen wir gucken, was mit der Tür ist hier? Peak Door. Ist abgeschlossen. Okay.
Ich hab die Tür im Auge. Ja, sehr gut. Hast du? Der ist erledigt? Ja. Ja, ich hab ihn. Ich renn nach hinten durch, ne? Ja. Ich komme hinterher dann. Ja, versuch den einmal zu sichern, dann musst du nur den Gang nach hinten einmal absichern. Ja. Dann mach ich den hier vorne gerade nämlich einmal. Und sobald wir da drinnen sind, knall ich da den ersten Türkeil dann rein. So, haben wir. Sobald wir hier durch diese Tür sind, mache ich den Türkeil dahin. So, kannst rein, hier ist ja dieser Zwischenraum noch. Mach die Tür noch nicht auf, ne? Nein. Okay, so, Tür zumachen. Und der erste Türkeil, so, das heißt, da sind wir abgesichert. So, dann gucke ich hier einmal durch die Tür durch. Da steht einer direkt, wenn du die Tür aufmachst, links da. Da sind zwei Leute. Ja. Da sitzt eine Geisel drin und da die Tür ist offen, da lief gerade der dritte lang. Okay. So, das heißt, da in dem Raum zwei, da einer, möglicherweise zwei. Ja. Ich stelle mich hier hin und mach von hier die Tür auf. Ja. Okay. Viel Glück, Björn. Okay. Tür geht auf in 3, 2, 1, jetzt. Ja, die Magnum ist schon gut. Also musst du schon sagen. Jetzt schießt mir in die Füße. Achtung. Die Tür hinten habe ich im Blick. Gut, sehr gut. Was? Fuck. Der kam da durch diese bunte Tür durch und das ist ein Problem, weil die bunte Tür, die geht nach außen auf, ne? Also von dem Raum weg. Das heißt, wir müssen die bunte Tür auflassen und vorne diese Tür, das ist die einzige, die wir noch mit dem Türkeil zumachen können. Ja. Dann werden wir das definitiv jetzt noch mal probieren, weil wir kommen langsam dem Ziel näher, wie wir die, aber es ist trotzdem schwer, weil die haben immer einen Vorteil. Das finde ich halt krass, ne? Finde ich ein bisschen blöd, aber wir werden es rangehen. Also, drückt uns die Daumen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Ciao.